Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel und dem Replay von Elite oder Elite Plus. Mein Name ist Selma und das letzte Mal hatten wir zweimal schon arge Schwierigkeiten, ja, Profit zu machen und auf Stationen zu landen. Wir versuchen das Ganze nochmal. In den Kommentaren waren ja auch nochmal Hinweise darauf, dass dieses S unten rechts bedeutet, dass da eine Station in der Nähe ist. Und damit sollten wir die schon mal besser finden. Ob wir damit besser landen können, weiß ich auch nicht. Als nächstes sollten wir auf jeden Fall einen Landungscomputer finden. Das sehe ich auch so. Festgestellt haben wir auch, dass wir mit Wein überhaupt keinen Gewinn machen können. Darum nehmen wir jetzt wohl mal Food, denke ich. Also würde ich jetzt mal vorschlagen. Crash 100 Credits, wir könnten wieder die Raketen mal verkaufen. So. Ah, jetzt habe ich wieder Escape gedrückt. So, gucken wir nochmal, Stock. Okay, Food gibt es hier keinen. Das war ja nicht das Problem, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Fliegen wir erstmal hier raus, denke ich. Ich habe versucht, Joystick anzuschließen, hat nicht so gut geklappt. Ja, ich habe noch ein bisschen an den Frames rumgespielt, aber ich glaube, es ist immer noch zu schnell. Ich muss das nochmal runter. Ja, es gab auch Tipps dazu, dass ich das in-game in der DOS-Box ändern kann, aber irgendwie weiß ich dann immer nicht im Fenstermodus, wie viele Cycles das jetzt wirklich sind. Also versuchen wir das jetzt erstmal nochmal so. So, F4. War der das hier? Gucken wir uns nochmal die Infos darüber an. Agrarplanet, ich glaube, der war das. Ich glaube, der, ja. Springen wir da mal hin. Baum. So, und jetzt sieht man unten rechts Speed, Roll, Dive und Climb. Da sieht man jetzt so ein bisschen die Richtung zur Station, glaube ich, oder zum Planeten. Weiß ich jetzt auch nicht. Also, wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal hier weiterhin. Achso, jetzt müssen wir uns natürlich nochmal beschleunigen. Da muss ich hier nochmal Tastatur redefine. Ja, ich habe das Gefühl, er hat sich das nicht gemerkt. Dive, Climb, Roll. Anti-clockwise, roll-clockwise, fire laser, plus, minus. Okay. Spacebar, ja. Und jetzt kann ich F11 drücken. Oh. Wir werden gleich angegriffen. Das ist nicht nett. Nee, das ist ein Asteroid-Moment. Das ist der. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer werden. Und es fehlen jetzt quasi die Idee des ja, Seitenruder, sage ich mal, fehlt, um hier jetzt. Der scheint wohl zu weit weg zu sein. Das Seitenruder fehlt, um jetzt hier. Jetzt verfolgen wir den aber. Vernünftig zu strafen. Okay, den hätten wir. Und wieder zurück zum Planeten. Also, wenn ich hier nachgehe, müsste ich ja jetzt die Station hier irgendwie haben. Also, unten rechts hier nochmal dieses. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich fliege da mal in die Richtung. Achso. Masslocked, okay. Der greift uns scheinbar nicht an. Wir hätten den Asteroiden noch kaputtballern können. Das hätte uns auch nochmal 15, 17 Credits irgendwie so gegeben. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach unten. Versuche mich da jetzt mal dran nachzurichten. Da kommt noch einer. Größeres.
Ich bin mal gespannt. Station, da ist er. Tatsache. Im Handbuch dachte ich immer, dieses wird darauf eingegangen, dass das eigentlich nicht die Station, sondern der Planet ist, der da angezeigt wird. Aber jetzt steht da unten auch S. Ich suche jetzt den Planeten, um den Eingang der Station zu finden. Aber da ist schon der Eingang. Also der ist in diese Richtung. Da ist ja auch der Planet. Gehen wir da noch mal ein bisschen hin, bremsen, drehen um zur Station. Da stehen wir ganz. Jetzt immer noch nicht ganz. Schade ist auch, dass man, ich meine, man kann nicht anhalten. Man treibt also immer leicht durch den Raum. Das heißt, selbst wenn ich jetzt anhalten wollte, könnte ich nicht. Ich würde jetzt so fliegen, nochmal Richtung Planet und dann müsste ich eigentlich richtig stehen. Schauen wir mal. Nochmal Gas, anhalten, umdrehen. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir nähern uns dem Ganzen leicht. Also diese Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Mal das mit dem Joystick irgendwie auch nicht funktioniert hat. Also ich würde schon fast sagen, hier der Anflug, der wird auch nichts. Aber ich versuche das jetzt. Und rein. Doch, hat geklappt. So, 7. Speichern. Klaus 1. Ja. So. Schauen wir hier noch mal kurz. Hier gibt es jetzt immerhin 5 Tonnen. Die nehmen wir natürlich mit. Was jetzt nicht die Masse ist, ne? Textilien, Radioaktives brauchen wir auch nicht. Narkotics könnten wir schmuggeln, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so gut. Firearms, Felle, keine Ahnung, ob die auch irgendwo. Gold bringt uns wahrscheinlich auch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, ich meine, das war Lestai, der nächste Planet, den ich letztes Mal ausgeguckt hatte. Pur Industrial, genau. Die müssten, ach, jetzt habe ich schon wieder Leertaste gedrückt. Die müssten dann ja Food brauchen. Okay, fliegen wir da mal hin. Und falsche Beschleunigungstaste, los geht's. 4 ist noch gelockt, okay, und los geht's. Jetzt haben wir immerhin schon mal rausgefunden, wie man die Raumstation einfacher findet. Was ja auch schon mal was ist. Und Jump. So. Was? Hört immer auf. Ah, jetzt. Wir haben vergessen, Sprit zu kaufen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, gleich mal machen. Konnte ich jetzt hier nicht mit 3 sehen, wie viel Sprit ich hatte? Inventar? Ne, konnte ich nicht sehen. Die Preise hier sind noch niedriger, oder? Und die haben hier auch noch mehr. Ja, das war dann, ja. Gold, hier ist alles günstiger. Wahrscheinlich hätte ich es andersrum bringen müssen. Na gut, dass es auf einem Industrieplaneten viel zu essen gibt und auf einem Agricultural Planeten wenig. Okay. Ja, ich bin nicht gelockt in der Station. Das ist korrekt. Gut. Wahrscheinlich wäre es jetzt eh besser gewesen, wir laden nochmal neu, kaufen Sprit und fliegen hierher. Am besten wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wir starten komplett neu und fliegen hierher. Aber warum das Jump Drive immer auf? Gut, Masse gelockt ist klar, aber warum es jetzt insgesamt hier aufgehört hat, verstehe ich nicht. Da kommt gleich der nächste. Also,
Die Faszination damals kann ich schon wieder nachvollziehen oder kann ich gut verstehen. Im Moment geht mir das Spiel aber ehrlich gesagt schon auf die Nerven, weil man einfach, auch ja, hier ist auch die Station, weil man einfach verwöhnt ist, würde ich sagen, von vielen Dingen, die man erwartet, aber die es nicht gibt. Zum Beispiel, dass das Landen ein echtes Problem ist. Ja, klar. Damals gehörte das wahrscheinlich irgendwie mit dazu, zum Schwierigkeitsgrad und zum Können des Piloten. Das kann ich schon verstehen. Spaß ist dann der Zeitpunkt, an dem man sagt, ich habe das jetzt hier raus. Und kann freihändig quasi landen. Bei uns ist das jetzt, ja. Ab und zu ein bisschen frustrierend. Gucken wir mal. Arius Tieren müssen wir hier ein bisschen nach unten. Mal gucken, ob wir dann wieder zerschellen. Und rein. Ne, hat nicht geklappt. Ja, hätte ich noch ein bisschen warten müssen mit der Beschleunigung da rein. Aber gut, ich bin mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig sicher, wie ich das weitermachen soll. Klar, es ist irgendwie interessant, hier ein bisschen rumzufliegen und ihr würdet wahrscheinlich auch lieber was Erfolgreiches sehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das Erfolgreiche, was man sieht, ist das Hin- und Herfliegen und Verkaufen von Waren. Klar, man kann dann sein Schiff noch später ausrüsten und ja, vielleicht noch die eine oder andere Mission machen. Man kann die Galaxie entdecken. Mich würde jetzt interessieren, ob ihr das überhaupt sehen wollt und oder ob ich einen Zeitraffer da reinmachen soll. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch gar nicht so wirklich die Lust dazu, das jetzt nochmal 50 Stunden ja, zu grinden und zu leveln. Das wäre definitiv ein Spiel, was man vielleicht mal zu zweit spielen müsste. Vielleicht, dass man sich mal abwechselt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Dirk sich da gut drüber aufregen kann in so einem Spiel. Am besten, vielleicht lasst da mal einen Kommentar da, wie ich da weitermachen soll. Ich würde jetzt erstmal nochmal ein, zwei Folgen aufnehmen, in der wir jetzt mal versuchen, wenigstens einmal Profit zu machen. Und danach entscheiden wir dann weiter, wie wir damit weiter vorgehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen. Bis dahin.